Wann kommt endlich die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenberater und Rechtsanwälte von rentenbescheid24.de erhalten sehr oft Anfragen zum Thema Grundrente. Da geht es dann auch um die Fragen, zum Beispiel eine Standardfrage ist, na, wann kommt denn endlich die Grundrente? Habe ich auch einen Anspruch auf die Grundrente? Allgemein zur Grundrente ist zu sagen, dass nach dem Willen von Hubertus Heil die Grundrente für diejenigen Versicherten kommen soll, die 35 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen können und die weniger Rente als das Sozialhilfeniveau oder das Grundsicherungsniveau haben, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das Problem ist aber, dass mit dem heutigen Datum, heute ist der 23. April 2019, immer noch nichts im Detail zu der Grundrente bekannt ist. Das Einzige, was wir als Rentenberater tatsächlich kennen, ist das Arbeitspapier vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir haben darüber berichtet, aus dem Februar 2019, welches mal ansatzweise ein paar Erläuterungen zum Thema Grundrente gab. Also was waren oder was sind die Grundrentenzeiten, und so weiter. Und auch Berechnungen zu einer Grundrente wurde dort mal dargestellt. Und das haben wir dann auch in einem Textbeitrag veröffentlicht auf rentenbescheid24.de. Aber ansonsten kennen wir auch als Rentenberater nichts weiter Genaueres. Was wir kennen ist, dass es zurzeit zwischen der CDU und der SPD Streit um die Frage geht, ob eine Bedürftigkeitsprüfung stattfinden soll oder nicht. Die Grundrente soll wohl laut Aussage von Hubertus Heil ca. 4 Millionen Menschen betreffen, die in West und Ost, Nord und Süd hier Rentenansprüche haben, die unterhalb dieses Grundsicherungsniveaus liegen. Aber es gibt noch keinen konkreten Gesetzesentwurf. Selbst dann, wenn dieser da ist, ist noch nichts entschieden, denn die Grundsatzfrage der Bedürftigkeitsprüfung ist in voller Fahrt und voll entbrannt. Das heißt also, die CDU möchte eine Bedürftigkeitsprüfung haben, die SPD will das in dem Fall nicht. Erst wenn die Gesetze durch den Bundespräsidenten verkündet werden und auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, erst dann ist die Frage zur Grundrente entschieden. Es kann auch sein, dass die Grundrente überhaupt nicht kommt. Denn das ist jetzt schon der dritte Versuch, um hier eine Grundrente überhaupt mal einzuführen. Sie wissen, Frau von der Leyen hat es probiert, die Frau Nahles hat es probiert und jetzt ist es der Herr Heil, der es probiert. Und dann werden wir mal sehen, was dann kommt. Ich weiß, viele Menschen in Deutschland sind auf die Grundrente angewiesen. Sie hoffen auf die Grundrente, denn sie haben sehr wenig Geld im Portemonnaie. Und der Gang zum Sozialamt ist tatsächlich auch für viele entwürdigend. Aber leider können wir selbst bei den vielen Anfragen immer nur allgemeine Antworten geben und nichts Konkretes sagen. Und deshalb können wir auch nur wie die vielen Millionen Betroffenen hoffen, dass die Grundrente nun endlich bald kommt und diese endlose Diskussion aufhört und dass wir hier Klarheit haben. Oder aber der Gesetzgeber schafft es nicht und lässt das Thema mit der Grundrente einfach sein. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.